So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das Geschenke-Event ist immer noch aktiv. Dreifach Sternenstaub auch immer noch aktiv, aber das Wasserfestival rückt immer näher. Und wir haben heute wieder ein paar Eier für euch geöffnet. Diesmal waren es, glaube ich, 20 Stück, 20 von 30. Wir schauen da wieder rein, was da dabei ist. Zuerst nochmal kurz hier die Einblendung vom aktuellen Zwischenstand. Und ich habe gestern am Sonntag, wie versprochen, abends natürlich aussortiert, habe geguckt, wer ist mehr als zwei Tage inaktiv gewesen, gerade auch über den Suicune-Raid-Tag hinweg und übers Wochenende, wo man es ja doch mal schaffen sollte, wenigstens ein Pokémon zu fangen oder einen Stop zu drehen. Woran ich dann eben erkenne, dass Leute nur Gelegenheitsspieler sind, die trotzdem dann den Platz für andere aktive Spieler wegnehmen. Und es ja trotzdem Leute gibt, die unbedingt da rein wollen und unbedingt Geschenke schicken und leveln wollen und die EP hin und her und alles. Deswegen habe ich gestern aussortiert. Wir gucken jetzt mal hier rein. Ich habe ja sonst immer die 199 von 200, dass ich noch Anfragen bekommen kann. Jetzt habe ich also 180 Freunde, habe also 19 Stück aussortiert erstmal und 88 offene Anfragen. Und damit ihr seht, dass es kein Schmarrn ist, werde ich also jetzt hier im Video erstmal drauf und werde 19 Leute annehmen. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier den Ela XYX, den nehmen wir mit rein, genauso wie den Raffi nehmen wir mit rein, den Rasenkrabbler, Ice Storm, jetzt hängt das Handy wieder, Dubon 1893, Julie 2 nehmen wir auch mit rein, dann haben wir noch Schocker 92, Audi Driver 88, Silver und Milo 1003, Frank 72, Jan 734. So, dann haben wir noch Liam Hinter, Best Gucci Gamer, das ist ja cool, den muss ich mir merken, Lone Survivor, Wockel Schorsch, den nehmen wir auch mit rein. Jetzt haben wir noch vier Stück übrig, der Matze Dun, das ist glaube ich so ein Fall, den habe ich neulich glaube ich erst gelöscht, weil der paar Tage nicht online war, aber ich habe ja gesagt, falls ihr mal verhindert seid, aber trotzdem aktiv seid und das mitkriegt und eine neue Anfrage schickt, dann bleibt ja der Freundschaftsstatus erhalten und jetzt ist er also wieder in der Liste drin, kriegt also nochmal die Chance. Siebentai, Jenny Lee und Miau 977612. Jetzt müssten wir also wieder bei 199 sein. Den Rest kann ich jetzt leider nicht beachten. Und ich werde es also wie gesagt immer so machen, ich werde auch mal ein Geschenk hinschicken und mal was annehmen und wer ein Geschenk mir geschickt hat, der ist eben auf der sicheren Seite, solange wie das Geschenk da ist, könnt ihr abwesend sein, wie ihr wollt, aber wenn ich euer Geschenk angenommen habe und es kommt nichts Neues und ich sehe dann mehr als zwei Tage inaktiv am Sonntagabend, wo gerade das Wochenende dann immer ist, dann werdet ihr hier wieder runterfliegen. Muss ich leider so machen. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal auf die Eier. Muss ich das mal kurz wieder ausblenden, sonst seht ihr ja schon andere Sachen. Muss mir mal suchen, wo das alles angefangen hat. So, und 20 Eier haben wir wieder gebrütet, wie gesagt. Und diesmal haben wir dabei ein Isso. Damit hat das Ganze nämlich gestartet. Soll ich mir den Isso mal anschauen. Das war sogar aus Hildburghausen hier, aber leider nur 2 Sterne Bewertung, auch kein Wert auf 15, also gar nicht so krass, aber die Shiny-Familie ist trotzdem schon voll. Dann haben wir ein Mobile hinterher, immer noch kein Shiny gehabt, aus Washington, District of Columbia, USA, 3 Sterne Bewertung, kein Wert auf 15. Jetzt muss ich kurz auch wieder ausblenden, glaube ich. Da ist nämlich noch was und noch was. Ach nee, da kommt wieder was rein. Weil die Raid am Mittwoch sagen, haben in der Eierfolge nichts zu suchen. Dann haben wir ein Magby aus dem Ei aus Barcelona, Katalonia, Spanien. Habe ich schon gehört, Spanienurlaub, Eier aus Spanien, Grüße gehen raus und der Sohn ist auch angekommen. Aber nur 2 Sterne Bewertung, das Magby leider nicht so krass. Dann haben wir wieder was zum Ausblenden, dann haben wir wieder was zum Einblenden, nämlich ein Alola Slimer. Leider kein Shiny, aber aus Sonneberg, Thüringen, 2 Sterne Bewertung. Ein Alola Mauzi aus Hildburghausen, 3 Sterne Bewertung, ganz knapp an den 15 Angriff vorbei. Jo, das Kusilla sieht doch gut aus, 3 Sterne, 2 Werte auf 15, aber der Angriffswert nur auf 10 aus Langenhagen, Niedersachsen. Noch ein Magby aus Hildburghausen, 3 Sterne Bewertung, aber auch kein Wert auf 15. Noch ein Mobile hinterher aus Puteaux, Île-de-France, Frankreich,
2 Sterne leider nur. Elekid aus Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Angriff 15. Und Elekid, Elevoltek, immer noch richtig genialer Angreifer, auch gegen Suicune. Hat man natürlich Elektro genommen, 3 Sterne Bewertung. Pichu, Hildburghausen, 2 Sterne, kein Wert auf 15. Knospi, Dinslagen, Nordrhein-Westfalen, 3 Sterne, 14, 14, 10. Aber, naja, kann man auch nicht gebrauchen. Obwohl Roserade auch richtig guter Angreifer, geht aber besser. Noch ein Mobai, und das hätte doch jetzt scheiße sein können, aus Alpen, Nordrhein-Westfalen, 3 Sterne, Angriff und Verteidigung auf 15. Ein Alola Sandan aus Hildburghausen, 2 Sterne Bewertung, leider nur. Noch ein Azuril aus St. Wendel, Saarland, 2 Sterne, leider kein Shiny. Ein Pichu aus Ohrweiler, Rheinland-Pfalz, 3 Sterne, Angriff auf 15. Noch ein Alola Kleinstein aus Wörth am Rhein, Rheinland-Pfalz, 2 Sterne. Noch ein Isso aus Radebeul, Sachsen, Deutschland, leider nur 2 Sterne. Ein weiteres Mobai, immer noch nicht shiny, aus Osnabrück, Niedersachsen, 3 Sterne Bewertung, Angriff auf 15. Ein Lucky Glurak, ein Lucky Shiny Glurak, ja, gestern getauscht mit Mr. Moonlord, das machen wir schnell weg. Ein Azuril aus Wehna, Niedersachsen, 2 Sterne Bewertung, leider nur. Und das allerletzte, das 20. in dieser Folge, also ein Mantirps aus Wien, Österreich, KP 15, 3 Sterne, wieder kein Shiny dabei. Wieder kein Mobai, also normale Mobai, ja, aber so nicht. Was will Niantic mir damit sagen? Ich bin gespannt. Aber es ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube heute, morgen ist noch oder ist auch nicht. Das sehen wir dann. Wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge wieder und vielleicht seid ihr ja jetzt in die Freundschaftsliste reingerutscht. Das war einmal, dass ich das mit Video gemacht habe. Die nächsten Male werde ich das wirklich am Sonntagabend direkt dann immer machen und brauche ich ja nicht immer beweisen, sieht man ja dann, wenn man reinkommt oder nicht reinkommt. Habt ihr schon ein Shiny Mobile gebrütet oder seid ihr in meiner Liste? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.